Ach, da hat sie noch einer versteckt. Ah, wir müssen da jetzt echt runter. Das ist der Endkampf da unten. Naja, dann gucken wir doch mal, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden mal kurz die rausnehmen. Wir werden die rausnehmen. Wir werden die rausnehmen. Ich glaube, ich konzentriere mich auf die zwei Waffen. Bevor man das switchen muss, also jetzt bin ich gespannt. Feuer frei. Du Sau! Oh Gott. Oh, jetzt wieder so eine Blockscheiße, ne? Was? Geh mal weg. Hey, hallo, geh mal weg da. Was denn jetzt? Ach komm. Ah ja, genau. Hey! Häng in der Ecke. Hör doch auf damit. Jetzt wird er richtig sauer, ha? Was denn jetzt? Ich seh dich nicht mal, wo du bist. Hä? Warte mal. Au! Oh nein! Ah, da war ich zu ungestüm. Ja.
Da kann ich so anspringen, der Sau. Cool. Ey, lass mich mal kurz anvisieren wenigstens. Mann, ey, diese Kamera ist manchmal wieder aus der Hölle. Nein, 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 nein. Ah, wir haben mich halt mit jedem Patscherchen jetzt wieder erwischt, ey. Ja. Ich will das nicht blocken müssen. Der will halt wirklich wieder in der ersten Phase, dass ich das Blocken anfange. Okay, Finisher brauchen wir in dem Fall nicht. Wir machen das Blocken rein. Mal gucken, wir üben mal, ob wir den wegblocken können. Am Anfang zumindest. Bis er seine ominöse zweite Phase hat. Blocken, ey, das ist nicht schön. Hä? Wie soll denn das gehen? Also, sorry. Nee. Blocken ist ein No-Go in dem Spiel. Blocken kannst du nicht. Blocken ist in dem Spiel nicht vorgesehen. Blocken ist einfach nur ein Trolling-Element da drin. Was du mir nicht weißt, dass das geplant ist. Vor allen Dingen, wenn du nicht den ersten Block triffst, dann haut er dir halt einfach links und rechts wieder eine rein. Das ist... Jetzt heißt es abhauen. Fang nicht an, dich einzugraben.
Kein Ding. Ja, ja, genau. Jetzt macht das so eine Scheiße, oder was? Hör doch mal auf damit jetzt. Das ist doch Quatsch. Die erste Phase ist relativ easy. Das Blocken nervt nur. Ah! Au! Was machst du jetzt für Moves, Freund? Kann ich nicht blocken. Wegen mal kann ich blocken, ey. Was machst du denn jetzt für eine Dreier-Kombi? Mach doch mal was anderes jetzt. Komm. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. So, jetzt kommt die Phase, die habe ich noch nicht durchblickt, was er jetzt von mir will. Au. Er will durch mich durch. Das habe ich schon kapiert. Aha. Oh Gott! Moment, was macht der für Schaden hier? Auf damit. Ja! Auf! Der heilt sich wieder? Ich bin aber linkisch, aua. Ja, genau. Der sich wieder hochheilt, die Sau. Irgendein Körperteil, was scheiße ist. Au. Au. Nicht.
Oh Gott! Komm doch nicht so an! Okay. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Was hat er denn gemacht? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die zweite Phase wegkriege. Da ist das sehr strange. Dadurch, dass der Dödelkopf sich wieder hochheilt, macht es die ganze Sache nicht einfacher. Aber wartet mal, ich könnte aber... Halte Energie von feindlichen Treffern, das bleibt auf jeden Fall drin. Pass mal auf, wir machen mal kurz ein zweites Set rein. Und zwar das Blocken. Wo ist es? Wo ist das Blocken? Bin ich jetzt gerade blind? Ach da. So, was hatten wir da oben noch? Erhöht Kernleistung. Genau, die Kernleistung brauchen wir noch. So. Finisher-Sequenz brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Erhöht Schaden bei robotischen Feinden. Nein, ich brauche Schaden bei nanonischen Feinden. Erhöht Schaden. Bei niedriger Gesundheit erhöht sich der Schaden. Ja. Können wir mal reinnehmen. Behindert den Zerfall von zwei Akkus. Der Schaden von zwei organischen. Nee, das braucht man nicht. Ach, nee. Erhöht stark den Energiegewinn, verringert aber die Verteidigung. Nein. Aufladen machen wir nicht, schaffen wir nicht. Verstärkt die allmähliche Heilung, aber das wäre halt die erste Phase, die wir dann einfach überstehen. Behindert den Verfall von einem Akku, ja. Verlängert, verringert die Geschwindigkeit. Du sammelst zusätzlich Energie, wenn du die feindlichen Angriffe in die richtige Richtung blockst. Das wäre überlegenswert. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Während sich der Energiebalken leert, regeneriert sich die Gesundheit. Nehmen wir. Wird dein Akku gefüllt, erhöht sich für kurze Zeit die Geschwindigkeit der Ausdauerregeneration. Ja. Hm. Injektion, die mit Hilfe eines Akkus 20 Sekunden lang Gesundheit regeneriert. Ja, wir haben eh genug zu tun damit. Ich würde vielleicht, wir hatten noch dieses eine da. Was war denn das nochmal? Nee. Nee. Das hier. Wir probieren es mal. Mit der Konstellation. Hä? Wo sollen wir denn die Waffe? Ach, come on. Der macht ja alles neu? Wenn ich das Rüstungsding ändere? Das ist nicht für jeden separat, sondern das ist für alles dann? Ach, herrje. Okay, gut zu wissen. Wir nehmen... sind ja eh in den Favoriten, das passt. Ja, dann setzen wir den wieder auf. Ja, da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Ach, das braucht ja alles Akkuleistung. Ach, leck mich doch. Wir müssen hier einsparen. Ja, das sind genau die.
Ja, toll. Dann gehen wir jetzt mit dem gleichen Quatsch wieder rein wie vorher. Ey, stopp, so war das nicht geplant. Na gut, dann probieren wir es mal so. Ah, schon wieder Schaden gemacht. Habe ich jetzt eigentlich gedrückt, dass ich linksbums bin? Ich drück nochmal. Ungünstig der Anfall. Diese Graben, ne? Ja, es ist doch alles ein Witz. Rennen, rennen. Ach komm, du Düdel. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe mich auch noch erwischt, ey. Ja, warte mal jetzt, habe ich fast keine Energie schon wieder. Und jetzt ist der nun mal wieder raus. Ja, komm! Das Ding, dass wenn die Energie wegfällt, dass ich aufgeladen bin, ist gerade meine Rettung. Ach, komm, du blöder Dödelhein, Mann, du. Ich bin gerade gefühlt schon mit stumpfen Waffen da reinmarschiert. Das ist Blocken, ey. Vor allem da drei Phasen. Der Lümmel hat drei Phasen. So. Ein bisschen mehr Schaden machen wir. Und wir müssen Vorbereitungen treffen von... Oh, shit, nein! Oh Gott. Für unseren nächsten Tod. Oh Gott, da ist er noch. Lädt da gerade einer nach? Ach, das ist der da oben. Okay.
Ja, genau! Laufen, laufen, aber nicht saufen. Laufen, laufen, schön laufen. Und da gelegen. Der erwischt mich halt immer, ne? Wo waren der jetzt gelegen? Naja. Nix beißen! Okay, so, blöde Phase. Ja, da will er halt einfach durch mich durch. Ja, genau, du Affe. Ich habe schon wieder ohne Ende Energie verloren habe. Ja, super. Diese zweite Phase ist kacke. Vor allen Dingen hat er eine Schwachstelle und zwar das hintere Bein. Das kann ich aber nicht anvisieren. Ich kriege immer nur die vorderen Pfoten. Damit ich etwas mehr Damage machen könnte. Das ist alles nicht so gut. Ich muss die mal kurz wegmachen. Oh, das reicht schon. Einfach damit, wenn ich sterbe, dass ich wieder so ein Heilungspaket hier habe. Hasse ihn so sehr. Laufen, laufen, immer schön im Kreis laufen. Laufen, laufen, wo war denn die Leiche? Wird angeschissen? Ah ja, diesmal nicht.
Damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass er gleich wieder auf den Deckel kriegt. So, Scheißphase. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß immer noch nicht, was du mit mir machst. Nicht sein blödes Bein zu fassen. Mann, nur noch auf damit mit diesen Rumgespringe immer. Hau wieder ab. Zweite Phase raff ich nicht. Oh, das Gerenne, ne? Los.
Neue Phase. Jetzt wird er eklig. Oh Gott. Seh mich nicht. Nein! Hallo? Auch mit dem neuen Kram. Au. Jetzt kein Quatsch mit mir. Da erneuert er sich, alles klar, dann kommen wir ja gerutscht. Herr Gott, ich habe ihn. Okay, die letzte Phase war einfach. Die zweite war die beschissenste von der ganzen Geschichte. Oh Mann, ey. Sehr schön. Hallo Beat 222. Yippie! Tschakka! Schön, dass du da bist. Ei. Ja, die zweite Phase war eklig. Ich hab dir nicht beschaut, aber jetzt wüsste ich, wie ich ihn jetzt problemlos mache. Am Schluss hat er sich doch verraten. So, noch eine neue Waffe erhalten. Wir werden hier zugeklönt. Was haben wir denn hier alles? Wir probieren die einfach mal spaßhalber aus. Hast du das Spiel schon durch, ja? Beat? Ja, warte mal. War das eine neue? Ah ja, okay. Ist eine sehr langsame Sichel. Ja, okay. Die gefällt mir schon wieder mehr. Er ist ja gut ganz ruhig. Ich? Nee. Ich spiele es gerade das erste Mal, Search 2. Den ersten habe ich durch, aber den zweiten habe ich jetzt erst angefangen. So, pass mal auf. Was machen die überhaupt für einen Schaden? Ich dachte mir, nachdem ich letztens Sekiro durch habe, hole ich mir mal was anderes, was ganz anderes an als Souls-like. Ich habe ja vor, mal so ziemlich alle durchzuspielen. Okay, die müssen wir das mal aufpimpen. Die macht aber noch Nanoschaden und die macht auch noch Nanoschaden. Bin aber mit den zweien eigentlich ganz zufrieden. Okay, so. Wo müssen wir denn hin? Da hin. Aber ganz wichtig. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es was bringt.
Ich hatte das schon wieder vergessen. Ja, komm, platzieren wir hier irgendwo. Ja, genau, da gebe ich dir recht, Beat. Endlich mal was anderes als dieses Dark Fantasy. Das ist wohl wahr. Deswegen war auch Sekiro mal eine Wohltat. Einfach mal nicht immer dieses Dark Fantasy und schlammig tot. Aber das ist jetzt auch wieder was Schönes, mal was ganz Neues. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist das Blocksystem. Das ist, kommt für mich. Das kommt für mich persönlich direkt aus der Hölle. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht hatten. Ich laufe hier total. Ach doch, ist richtig. Ach, hier ist im. Ah, okay, jetzt gehen wir hier raus. Haben wir doch hier alles befriedet, oder? Keine Gegner mehr. Oh, wir haben 20.000. Ich sollte mir vielleicht. Oh. Das zum Thema keine Gegner mehr. Achso, ja, das könnten wir auch machen. Dann gehen wir auf das Dings rüber. So. Ja genau, nur da wo man musste. Das Problem ist aber, da wo man muss, muss man auch blocken. Und ich, das mit dem Blocken, das ist nicht mein Ding. 134. Die Waffe. Mal gucken, ob man den jetzt. Was? Ist auch noch ein Rachefeind? Okay. Ja, komm mal gucken. Auf damit. Das will doch keiner. Moment, ich komme gleich wieder. Mit der anderen Waffe kommen wir leider besser hin. Ist aber mal Schluss. So, da frei. What? Was hat mich jetzt. Das ist der peinlichste Tod ever, ey. Das ist ja nicht dein Ernst. Was? Das ist ein. Das ist einer der schwersten Bosse? Okay, ich empfand den jetzt gar nicht so schwer. Man musste ihn halt lernen. Ja, kacke, jetzt habe ich auch. Nein, mein guter Stoff. Moment, den will ich haben. Entschuldige, ich will nur kurz was holen. Bin wieder weg. Ja, ja, ist ja gut. So. Wir safen das erstmal alles ab. War das eigentlich jetzt ein DLC-Boss oder war das wirklich Story? Weil ich hatte so den Eindruck, das ist einfach jetzt so ein DLC-Gebiet gewesen. Sind leichte Spoiler? Ja, solange sie leichte Spoiler sind, ja. Habe ich jetzt keinen Stress damit. So, wir machen jetzt hier mal. Können wir eigentlich die eine Waffe nochmal weiter upgraden? Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Nein. Was ist denn mit der Waffe da? Wo haben wir die? Das sind so viele Waffen, die wir haben. Kennt so keine Sau mehr aus. Welche ist denn das jetzt? War das da? Die? Ich glaube schon. Die würde aber auch nicht gehen.
Ja, er kommt nochmal. Na toll, ich hab's befürchtet, dass es so, dass wir den nicht das letzte Mal gesehen haben. Naja. Wir haben ihn einmal besiegt, wenn wir das zweite Mal auch besiegen. Das gefällt mir alles nicht. Dann kommen wir Level nochmal. Nützt ja nix. Ach komm. Weil was so. Ne, hallo, ich will nochmal raus. So. Was ist denn? Effizienz. Komm, hauen wir mal 2 Punkte rein. Da hauen wir auch mal 2 Punkte rein. Und da die obligatorischen 2 Punkte. Wie jetzt kommt hier gleich der nächste. Ich hatte schon den Boss, wo ich kurz davor war zu sagen, ihr könnt mich alle Gold zweifeln. Den Boss hatte ich schon. Da war ich so sauer auf dieses Blocksystem. Ich war kurz davor zu sagen, jetzt ich habe keine Lust mehr. So, was machen wir denn jetzt? Wir sind ja fertig, ne? Wo ist eigentlich unser Kamerad hier? Der ist jetzt auch weg. Wollt ihr nochmal mit mir reden? Redest du nochmal mit mir? Hola, du hast das Monster alleine erledigt? Ja. Du bist wohl härter drauf, als du aussiehst. Vielleicht kannst du mir ja doch helfen. Okay. Ich hab da was für dich. Was soll ich suchen? Schau dir die Umgebung von allen 3 Impulstürmen an. Da hast du die besten Chancen. Was soll ich denn überhaupt suchen? Ja, komm. Danke. Du hast sie alle. Hast du herausfinden können, was passiert ist? Ja, das wird aber nicht gefallen. Jetzt verstehe ich. Die Sau hat uns gegeneinander aufgehetzt. Aber das ist nicht bloß seine Schuld. Die anderen sind auch drauf reingefallen. Okay. Ja, keiner wird sich mit uns anlegen, wenn wir sie auf unserer Seite haben. Aber wie ist denn das? War das jetzt wirklich Storygebiet oder war das jetzt, ich habe so einen Eindruck, dass es so abgesperrt war, dass es so ein DLC-Gebiet sein könnte. Mal, lass uns nochmal reden, wir zwei. Oh, nochmal eine Waffe gekriegt. Na toll. Sorry, bin nicht in der Stimmung, um zu reden. Jetzt ist er nicht in der Stimmung, um zu reden. Wo ist denn der andere? Haben wir den schon wieder für eine Waffe gekriegt? Ja, wir können sie uns mal angucken. Katana, hm? Keine Ahnung, ich geh mal da hoch. Ah, okay. Ist normale Story, alles klar. Ey, müsstet ihr nicht eigentlich jetzt kaputt sein? Vor allen Dingen, ist da drin noch irgendwas? Und wir brauchen noch den Arm. Ja, stimmt, den Arm brauchen wir auch noch von dem. Hi. Nix da. Ich will doch nur den Arm haben. Ach komm schon. Ah, okay, man kann nun zurück, okay. Ja, mich wundert es nur, dass der andere, mit dem wir gesprochen haben, nicht da ist. Seit wann ist denn das jetzt hier? War das schon immer hier? Okay, wir gehen mal da rein. Hallo? Mir so nach Falle aus? Oh, ich muss Sie sprechen. Okay, dann sprich mich doch. Lass uns reden. Ja, mit dem Piep-Dings habe ich gesprochen, ja. Habe ich auch alle Samen gesammelt. Wunderbar.
Meine Scanner erkennen ein frisches, noch zuckendes Nanogehirn in ihrem Besitz. Meister Gutenberg wird sie nun empfangen. Bitte haben Sie Geduld mit ihm. Ja. Willkommen, bitte beginn. Okay, ich gucke erstmal, was wir hier noch alles finden. Aha. Halt wie immer, wie ich betrete eine Kampfzone. Ach du Scheiße, ich hab's befürchtet. Ach, merk dir doch mal bitte die Einstellungen. Ich will das nicht immer wieder neu machen müssen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier treibe. Ja, das jetzt geklappt. Ja, wird schon passen. Muss ja für eine Quest muss man überall dieses komische Symbol dahin pinseln. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt. Hier noch irgendwas? Ein Kistchen. Ach, guck mal an. Da kommen wir doch gar nicht rein. Fortgeschrittene Technologie. Die nehmen wir mit. Hä? Da irgendwas. Ich glaube nicht, dass es solche Geheimtüren gibt, oder? Na gut. Dann gehen wir da mal weiter. Wir haben jetzt dieses komische Gehirn. Achso, ja eben. Wir haben doch auch Logbuch, oder? Ah ja, okay. Gehen jetzt dahin. Das haben wir noch. Okay, den haben wir noch nicht gefunden. Der ist erledigt. Achso, da sind überall die Haken dran. Da sind wir durch. Okay, alles klar. Achso. Hier. Achso, okay. Wir müssen einfach nochmal bei ihm vorbeischauen. Das Level-Design ist so hammer. Ja, das gefällt mir auch. Also, man kann ja sagen, was man möchte, aber das Spiel an sich ist schon sehr hübsch. Hallo? Denk dran, ich bin bewaffnet und ich weiß, sie einzusetzen manchmal. Was haben wir denn hier? Wie groß ist dieses Gebäude? Ach, jetzt sind wir im 13. Untergeschoss. Achtung! Ungewöhnlich hohe Nanokonzentration entdeckt. Nicht Sicherheitsprotokolle aktiviert. Lockdown sofort initiiert. Natürlich, kommt her. Ich stehe doch schon da, als ob ihr mich angreifen wollt. Ich traue euch keinen Zentimeter. Na komm. Wir sehen uns gleich, ne, im Kampf. 100 Pro. Ach, da bist du ja. Hallo? Sicherheitslockdown? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Natürlich. Sie müssen die Kampfmaschine sein, von der Harold immer zu redet. Sieht so aus, als hätten sie das Nanogehirn geborgen. Aber sowas von. Meine Scanner haben verrückt gespielt, als sie hier hereingeplatzt sind. Ihre Nanitenwerte sprengen jeden Rahmen. Eigenartig, nicht wahr? Sie scheinen mir kerngesund zu sein. Ich glaube nicht, dass Sie sich mit Defrag infiziert haben. Sie sind mir ein echtes Rätsel. Zum Glück bin ich ganz gut darin, Rätsel zu knacken. Und das muss ich auch.
Ich habe diesen ganzen Wahnsinn erschaffen. Und nur ich kann ihn beenden. Sagen Sie, ist Ihnen an sich selbst in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, ich sterbe öfter mal und wach wieder auf, komischerweise. Aber sonst alles okay. Ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Genauso ist es nämlich. Verzeihen Sie, ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren. Mein Name ist Gutenberg. Jonah Gutenberg. Die ganze Welt kannte mich, als ich noch der Chef von Creo war. Aber egal, ich habe das Rampenlicht nie gemocht. Also ich komme wohl nicht drum rum. Ja, ich habe irgendwelche Geister gesehen. Moment mal, was? Unmöglich. Ich nope. Dachte, ich bin der Einzige. Ich sehe die seltsamsten Dinge, seit Athena, meine Enkelin, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ich dachte, die Trauer spielt mir einen Streich. Ja, ich kenne sie. Dann müssen Sie der Überlebende sein, von dem in den Nachrichten die Rede war. Trotzdem hatte ich immer noch gehofft, dass es Athena war. Aber warum sollten Sie Ihre Präsenz spüren? Da passt doch etwas nicht zusammen. Reden Sie! Was? Athena lebt? Und Sie können sie so deutlich spüren? Ich habe nie auch nur das Geringste spüren können. Als wäre zwischen uns eine dicke Nebelwand. Die Arme muss die ganze Zeit da draußen gewesen sein und versucht haben, mich zu erreichen. Und ich habe sie im Stich gelassen. Ich habe diese verdammten Jäger nur angeheuert, damit sie mir dann in den Rücken fallen. AID hat die ganze Stadt nach Kindern durchkämmt, weil es angeblich ein Gegenmittel für Defra geben sollte. Diesen Idioten glaube ich rein gar nichts. Wenn es auch nur ansatzweise irgendeine Heilung geben würde, hätte ich sie lange vor ihnen entdeckt. Achso, Sie sehen nicht, was hier vor sich geht? Offenbar nicht. Sollten Sie das können, dann scheint es zwischen Ihnen beiden eine sehr viel stärkere Verbindung zu geben. Ich verstehe nur einfach nicht, worin die bestehen könnte. Athena und ich sind verwandt. Wir haben den gleichen genetischen Code. Sie sind nur eine fremde Person, die sie zufällig getroffen hat. Tut mir leid, das war nicht so gemeint. Wir müssen sie retten. Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Ich war hier oben schon viel zu lange von allem abgeschnitten. Abgesehen von Harold, sind Sie mein einziger Verbündeter. Wenn wir Athena retten wollen, müssen wir ohne Vorwarnung zuschlagen. Die müssen Sie in Ihrem Forschungslabor mit all den anderen Kindern festhalten. Ich war der Boss von Creo. Ich habe die höchste Regierungssicherheitsfreigabe. Nehmen Sie meine Keycard und reden Sie mit Harold. Er wird Ihnen sagen, wie Sie dorthin kommen. Den Lockdown hier hebe ich manuell wieder auf. Versprechen Sie mir, dass Sie wieder zurückkommen, sobald Athena wohlauf und in Sicherheit ist. Ich werde herausfinden, was genau mit Ihnen los ist. Ei, ei. Was können Sie mir denn über Athena sagen? Athena ist meine einzige Enkelin. Ich war aber noch nie der Familientyp. Sie kennt mich kaum. Das ist alles meine Schuld. Ich hatte sie eingeladen. Ich dachte, ein Tapetenwechsel würde ihr gut tun. Und jetzt schauen Sie nur, was geschehen ist. Wo ist das AID, Oberkommando? Irgendwo in Downtown. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich sitze schon zu lange im CIT fest. Harold kann Ihnen den Weg weisen. Sein Gedächtnis lässt in letzter Zeit nach, aber noch ist er unverzichtbar für mich. Sie wissen also eine Menge über Naniten? Einfach alles. Ohne mich würde es sie gar nicht geben. Ich bin für dieses Chaos verantwortlich. Und ich werde es auch wieder in Ordnung bringen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Ich mache das, weil es außer mir keiner kann. Na dann, bis dann, ne? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Faszinierend. So eine Kreatur hat es nie zuvor gegeben. Ich greife wirklich nicht an? Das ist ja verwunderlich. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück zum Robi. Oh, der Aufzug ist aber echt schnell. Erste Etage, Haupthalle. Erste Etage, Haupthalle. Er steht noch tapfer hier rum. Hallo. Achso, einer soll ich mal schauen. Kann man in dem Spiel
den Helm eigentlich wegmachen? Auflösung, uninteressant. Ha! Nie. Viel besser. Ich mag die Helme nicht, die sehen immer so komisch aus. Willkommen zurück, Besucher. Meister Gutenberg hat mir alle Daten geschickt. Die AIT-Labore befinden sich alle im alten Liang Wei Krankenhaus. Vielleicht können Sie ja einen verborgenen Zugang bei der ehemaligen Evakuierungsstelle finden. Das Lager ist direkt neben der großen Mauer von Jericho. Viel Glück, Besucher. Sie werden es brauchen. Ohren steif geschaltet. Ohren steif geschaltet? Ja, ja. Ja, ja. Achso, okay. Du erzählst nichts Neues. Alle, ja, ist er gut. Ist er gut. Ist er gut. Ja, schon. Was war's dann hier drin schon? Ich hab doch eine super Keycard. Ich kann doch hier eigentlich überall rein, oder? Naja, fast überall. Ich fürchte, da waren wir nicht das letzte Mal. Hey, hallo? Dann schauen wir doch mal.